Am Samstagabend war auch er zu Gast bei der Giovanni Zarrella Show. Oli P. sang seinen Song Nie mehr allein. Anschließend wurde er von Giovanni Zarrella mit einem unerwarteten Wiedersehen überrascht, das es in sich hatte. Nach seinem Auftritt spielte Giovanni zu Ollis Verwunderung einen alten Hit des 90er Stars ab, So bist du, das Olli damals mit der Sängerin Natalie alias Naima aufgenommen hatte. Daraufhin meinte der Moderator, die Sängerin in meiner Band heißt auch Natalie. Was für ein Zufall, oder auch nicht, denn bei Giovannis besagter Sängerin handelt es sich um die Natalie. Kurzerhand begann der Moderator ein Gespräch mit Natalie und fragte sie, wie es damals zum Duett mit Olli kam. Sie erklärte, dass es über ihren damaligen Produzenten lief. Dann meinte sie, dass sie etwas beichten müsse, und gestand dem Sänger, Olli, damals wollte ich eigentlich gar nicht mit dir singen. Ich dachte, du wärst ein Schnösel. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Weiter erzählte Natalie, dass sie ihr damaliger Produzent und dessen Anwalt in die Mangel genommen hätten. Der ahnungslose Olli P. war geschockt von diesem Geständnis und reagierte mit einem ungläubigen Was? Immerhin ergänzte Natalie dann noch, dass sie das Duett nicht bereue und glücklich darüber sei, dass sie ihm damals doch noch zugestimmt hat. Anschließend sang sie auch gemeinsam mit Olli P. ihren 90er-Hit So bist du und ließ keine Zweifel daran, dass sie die Zusammenarbeit in guter Erinnerung hat.